Sowohl Karstadt wie auch Kaufhof sind ja deutsche Unternehmen mit Tradition. Diese Warenhäuser, die prägen das Stadtbild in vielen unserer Innenstädte und wohl jeder von uns, der verbindet ja auch irgendwas damit. Schreibwaren, Schmuck, Wäsche, Konfirmationsanzug, all das hat es ja gegeben bei Karstadt, Hertie, Horten oder Kaufhof, je nachdem, was in der Stadt vorhanden war. Man kann wohl zutreffend behaupten, dass Karstadt seit 2002 für die Eigentümer ein Spekulationsobjekt war, das planvoll ausgehöhlt und systematisch ausgesaugt wurde. Und das eigentliche Geschäft, der Handel mit Waren oder auch die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, scheint überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt zu haben. Bleibt zu hoffen, dass das mit der Fusion mit Kaufhof unter dem Dach von Signa anders ist. Die Geschäftsführung von Karstadt Kaufhof muss das Wohl der Firma als Ziel verfolgen. Das kann Sanierung und das kann auch Konsolidierung bedeuten. Wenn wir als Land tätig werden, dann müssen wir vor allen Dingen auf die Menschen achten, die betroffen sind. Und was es den Menschen bringt, wenn für eine kommunale Zwischenermietung Steuergeld verbrannt wird, erschließt sich wohl niemanden. Wir sind für die Menschen da und den Menschen ist durch eine Verschiebung der Schließung um wenige Monate auch nicht geholfen. Ich finde, die verantwortlichen Unternehmen und Betriebsrat sollten im Gegenteil die Hängepartie für die Kolleginnen und Kollegen nicht unnötig verlängern und alles daran setzen, dass die Karstadt-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst schnell in neue, gute Jobs kommen. Es sagen ja immer alle, das Geschäftsmodell der Warenhäuser sei überkommen und tauge nichts mehr. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Ich möchte in diesen Abgesang nicht so ohne weiteres einstimmen. Denn das Galeria-Konzept, was Horten entwickelt hat und Kaufhof mit in den neuen Konzern eingebracht und weiterentwickelt hat, das scheint ja eine mögliche Antwort auf des stationären Handels auf Onlinehandel zu sein, jedenfalls an einigen Standorten. Aber damit das auch aufgeht, sind zukunftsfähige Rahmenbedingungen vor Ort nötig. Und das bringt mich zum zweiten Teil, nämlich zu den Innenstädten. Galeria Karstadt Kaufhof will Filialen schließen. Sie sollen schließen, weil die gesamten Innenstädte eine schlechte Prognose haben, weil die Leute, die dort Verantwortung bei Karstadt tragen, nicht diesem Unternehmensteil zutrauen, eigene Investitionskosten erwirtschaften zu können. Und weil die Handelsprofis den Innenstädten nicht zutrauen, eine genügend hohe Kundenfrequenz zu bringen. Und das liegt, und das hört man auch allenthalben, an der Standortpolitik in den Kommunen. Das liegt an der Verkehrspolitik. Wer Straßen verkleinert, die Verkehrsführung verschlechtert und Parkraum zurückbaut, der verschlechtert nicht nur die Emissionslage und schadet Innenstädten als Orten des sozialen und wirtschaftlichen Lebens. Natürlich müssen diese Orte weiter erreichbar bleiben. Natürlich nicht, Herr Kollege Knut, bis in die Fußgängerzone. Aber generell autofreie Innenstädte sind auch kundenfreie Innenstädte. Das liegt an Verwaltungen, die oft auch auf politische Beschlüsse hin. Sondernutzung, Sonderöffnungszeiten oder Sonderveranstaltungen, zum Beispiel verkaufsoffene Sonntage oder Innenstadtfeste, restriktiv handhaben, anstatt den gemeinsamen Nutzen für die gemeinsame Innenstadt zu sehen. Ich stelle mit Freude fest, dass Ihr Antrag versucht, sich vom wirtschaftsfernen Kurs der Sozialdemokratie zu entfernen oder zu befreien, wenn ich auch mit Erstaunen sehe, dass Sie die Kommunen, in denen Sie ja selber die Verantwortung tragen, kritisieren. Ich würde gerne den Menschen etwas mehr im Mittelpunkt stellen, aber inhaltlich haben wir viele Überschneidungen. Ich beantrage auch deshalb die Überweisung in den Wirtschaftsausschuss und ich freue mich auf die Diskussion dort.